A, B oder C. Kleines Ratespiel, was machst du, wenn ein Verkäufer einer Immobilie zu dir sagt, Makler, du kannst jetzt mein Objekt verkaufen, komm heute vorbei und mach ein paar Fotos. Machst du entweder A, direkt Fotos, oder B, erstmal einen Alleinauftrag, oder C, du machst erstmal den qualifizierten Alleinauftrag fertig. Ich muss dich leider enttäuschen, es ist nichts von den dreien. Du musst in den aktuellen Zeiten erstmal nichts anderes machen, außer eine richtige Preisverhandlung. Also erstmal eine Kalkulation, was ist das Objekt jetzt aktuell wirklich wert? Was kann man in der aktuellen Zeit wirklich für das Objekt bekommen? Gibt es dementsprechend auch Käufer, die jetzt momentan Lust auf das Objekt haben? Weil gerade energetisch gesehen gibt es aktuell Immobilien, die sind quasi nahezu unverkäuflich und nicht finanzierbar. Vor ungefähr einem Jahr hätte ich vielleicht noch Antwort C gelten lassen. Mach als allererstes mal den qualifizierten Alleinauftrag fertig und sorg dafür, dass du das Objekt für dich vereinnahmst und auch sofort natürlich vermarkten kannst. Mittlerweile hat sich das Blatt gedreht und mittlerweile tendiere ich ganz klar dazu, und das ist auch das, was ich meinen Coaching-Teilnehmern immer predige, als allererstes erstmal prüfen, macht es hier überhaupt Sinn, deine wertvolle Zeit einzusetzen, um das Objekt aufzunehmen, akquirieren, den Alleinauftrag zu machen und dann letzten Endes in die Objektvermarktung zu gehen. Du kennst ja sicherlich den Tenor, man muss wirklich auf seine Zeit aufpassen und letzten Endes ist das Wichtigste im Leben die Zeit, die man hat, und das ist genau der Kernpunkt, denn du hast jetzt ultimativ als Immobilienmakler die Aufgabe, deine Zeit zu sparen, deine Ressourcen zu sparen, denn aktuell gibt es ganz, ganz viele Verkäufer am Markt, die einfach mal wissen wollen, was ist meine Immobilie wert und bin ich jetzt aktuell bereit, das Objekt zu verkaufen. Nur das sind aktuell nicht deine Auftraggeber. Denn diese Auftraggeber verursachen aktuell de facto keine Provision, keinen Umsatz für dich. Und genau aus diesem Grund sind sie für dich nur Zeitfresser. Und davon müssen wir wegkommen. Deswegen achte ultimativ auf deine Zeit und deine Ressourcen und schau erst mal ganz genau hin, was ist das für ein Objekt? Kriege ich das überhaupt verkauft? Oder bedeutet es für mich lediglich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Dein Learning aus diesem kleinen ABC-Quiz soll definitiv sein: Geh behutsam mit deiner Zeit um, nimm wirklich nur die Objekte rein, die auch wirklich verkauft werden müssen, wo bei der Eigentümerseite ein gewisser Engpass da ist, wo entweder aus monetärer Sicht oder zeitlicher Hinsicht oder weil er sich beruflich verändert und will das auf gar keinen Fall vermieten, sondern veräußern. Also genau das sind diese Eigentümer, diese Auftraggeber, die du jetzt brauchst, und alle anderen, die dir irgendwie das Gefühl geben, ach, ich teste jetzt erstmal und gucke mal, ob es überhaupt den Preis erwirkt, den ich gerne hätte, bitte unbedingt so schnell wie möglich das Weite suchen und flüchten, weil das genau ist aktuell nicht das, was du brauchst, um Provisionsumsatz zu erzielen. Es gibt so viele Immobilien aktuell, du kannst so viel Akquise machen und auch wirklich mit Erfolg in Leichtigkeit. Du kannst deine Low-Hanging Fruits abpflücken, und genau das lernst du natürlich auch bei mir im Akquise-Coaching mit dem Abschlussbooster. Also da geht es wirklich ins Eingemachte und ich drille dich auf das Thema Abschluss und Sack zu machen, um weiterhin wöchentlich zum Notar zu gehen. Also melde dich sehr gerne an, klick mal rund hier um das Video auf den Button und dann hast du die Möglichkeit, schon deine ersten Herausforderungen, die du aktuell hast, mit meinem Team zu klären. Und wer weiß, vielleicht können wir dir ja sogar langfristig weiterhelfen bei dem Erreichen deiner Ziele. Ich freue mich. Bis dahin, ich bin Vanessa Wenck und tschüss.